Yo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der F1 My Team Karriere, beziehungsweise der F1 2020 My Team Karriere. Wir machen heute weiter, gehen in den großen Preis von China rein, gucken uns eben ganz kurz nochmal die Fahrer- und Konstrukteurswertung an. Da sind wir eigentlich ganz gut dabei, eigentlich viel zu gut, wenn du mich fragen würdest, aber ja gut, das ist halt so. Wir haben halt eben ein gutes Rennen abgeliefert in Australien und in Bahrain eine richtige Strategie gehabt. Ja gut, dass in Vietnam dann nicht so viel ging, das liegt einfach an der Strecke. Aber naja, China wird jetzt ein bisschen besser, vor allem danach. Sandford ist dann auch wieder so eine Sache, die ich sehr gerne mag. Auch schon sehr oft gefahren in diesem Spiel. Und ganz kurz an dieser Stelle, ich habe die Teamfarbe ein bisschen angepasst, denn ich bin der Meinung, dass das Schwarze und das Weiße getauscht werden mussten. Und ich habe mir an dieser Stelle auch einen neuen Anzug ausgewählt. Und zwar den hier, den hat man, glaube ich, irgendwann im Verlauf des Passes, den man ja hat, gekriegt. Also freigeschaltet, dadurch, dass man halt eben levelt. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wie dieser Pass eigentlich heißt, aber ist ja auch eigentlich egal. Ja, heute geht's nach Shanghai, da wo das ganze Übel ja ein bisschen ausgebrochen ist, dadurch, dass wir jetzt diese Saison ja so haben, wie sie jetzt ist. Auch wenn man jetzt schon eigentlich sicher sein kann, Mercedes wird wahrscheinlich wieder Konstrukteursmeister, also ich denke mal, das ist eigentlich schon sicher. Und ja, ganz kurz nochmal hier ein bisschen die Performance, die hat sich ein bisschen verändert mittlerweile. Racing Point ist jetzt vor McLaren Renault, Alfa Romeo hat sich an Alfa Tauri vorbeigeschoben, das ist erstmal das, was so passiert ist im Verlauf dieser bisherigen Saison bei uns. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch ins Rennwochenende rein und sehen als erstes direkt mal, wir haben wieder mal keinen Regen, das ist eigentlich ganz gut. Wobei, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf hatte, das erste freie Training war ein bisschen im Regen, aber nicht wirklich schlimm. Aber ansonsten ist das Ganze trocken. Und dann gucken wir uns halt eben sofort auch mal die Ressourcenpunkte an, die wir dann ergattert haben im Verlauf dieser drei freien Trainings, die wir da hatten. Und sind mittlerweile bei 958 und werden die auch gleich direkt wieder investieren. Jack Aitken kriegt mal ein bisschen Anerkennung dazu, hat sich da um ein Level ja verbessert, sage ich mal. Und da sind wir auch schon wieder im Baum der Forschung und Entwicklung. Und vorneweg, wir gehen ein bisschen auf den Motor ein und werden den ein bisschen weiterentwickeln. Dürfte, glaube ich, nach dem Sandford-Rennen fertig sein. So ist es auch. Und zwar gerade so vor dem Spanien Grand Prix. Aber das werden wir an dieser Stelle machen, verbessern uns dann nochmal ein bisschen, vor allem weil uns auch jetzt, was jetzt nichts mit dieser Strecke zu tun hat, aber ja, die lange Gerade, die kommt uns auf jeden Fall nicht entgegen. Und dann gehen wir auch direkt in die erste Runde der Qualifying Session von uns. Das Wetter sieht jetzt nicht so gut aus, wird aber im Verlauf des Qualifyings dann nochmal besser. Und dann gehen wir in die erste Runde rein, sind auf Startziel, gehen in die erste Kurve. Der ist natürlich aus. War ordentlich, würde ich sagen. Diese Schneckenkurve ist ja bekannt dafür in China. Springen dann auch mal direkt in Sektor 3. Na, hier den richtigen Exit zu bekommen, den richtigen, wie soll ich sagen, Scheitelpunkt zu treffen, um halt wirklich dann auch Vollgas auf die lange Gerade zu gehen, die ja uns nicht so gut tut vom Motor her. Wir haben ja den bekanntlich schlechtesten Motor in diesem, ja, Fahrerfeld oder wie auch immer. Deswegen ist dieses Herauskommen aus dieser langgezogenen Rechtskurve, langgezogenen Rechtskurve, doch, ist richtig, einfach enorm wichtig. Und am Ende dieser Runde ist es eine 1:33.1. womit wir hinter Kwiat und Norris sind, aber vor unserem Teammate. Und dann haben wir auch, wie wir schon sehen, das bessere Wetter und logischerweise mehr Grip auf der Strecke, dadurch, dass schon gefahren wurde ein bisschen. Sind dann hier ein bisschen auf knappen Verbesserungskurs im ersten Sektor. Mittlerweile auch Gasly und Stroll vor uns, hinter uns Räikkönen auf Platz 15. Da sehe ich mich eigentlich ganz gut. Aber naja, wir sind immer noch mitten in der Runde und sehen auf einem, oder sind auf einem guten Weg, bis wir diesen kleinen Ausrutscher hatten in Sektor 2, Ende Sektor 2. Max Verstappen mit der schnellsten Rennrunde erstmal, mit der schnellsten Quali-Runde natürlich. Am Ende dieser langen Geraden sind wir dann schon knapp 4 Zehntel über unserer Zeit, die wir beim ersten Versuch gesetzt haben. Und mittlerweile ist Giovinazzi unser Rivale hinter uns. Wir verbessern uns nicht und am Ende ist es Platz 16. And with qualifying complete,
Und das Qualifying ist dann am Ende so: Verstappen, Hamilton, Bottas, Vettel, Leclerc, Albon, Ricciardo, Ocon, Norris und Perez. Wie auf der 16 zwischen den beiden Alfa Romeos und Jack Aitken dahinter hat beide Haas und beide Williams geschlagen. Natürlich haben wir das Duell gegen unseren Rivalen Giovinazzi gewonnen. Sind jetzt bei 8:3 den Stand halt. Und ja, so sieht das Ganze dann da aus. Und dann gehen wir auch ins Rennen, würde ich sagen. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix. We're here in Shanghai. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience, and the flat, open to the elements location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and overtaking is available into turn 1, and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. Why don't we start by talking about Valtteri Bottas? That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Young superstar Max Verstappen starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Vettel, Albon, Daniel Ricciardo, and Norris, Perez, Sainz, Kvyat, and Pierre Gasly, Bottas, Stroll, Kimi Raikkonen, and Leclerc, Falcon, Giovinazzi, Jack Aitken, and Esteban Ocon. They've taken a grid penalty. Grosjean, Magnussen, Russell, and Nicholas Latifi. Which of these talented drivers will come out on top today? Und dann sind wir auch im Rennen und wählen erstmal die Einstoppstrategie aus, denn ich fand sie im Bahrain erfolgreich und dachte mir, warum nicht auch hier probieren. Und wir haben ein paar Leute mit Strafen, Bottas und Charles Leclerc beispielsweise, der direkt sogar neben uns ist. Die Ampeln sind an und gehen jetzt aus. Der große Preis von China ist gestartet, sage ich mal. Eigentlich sind wir da ordentlich weggekommen, aber ja, der Leclerc schon mal mit ein bisschen mehr Tempo in die erste Kurve reingegangen. Wir sind da relativ vorsichtig gewesen. Gehen jetzt hier außen an ein paar vorbei. Beispielsweise Bottas, der ist direkt neben uns. Und neben ihm ist ein Lance Stroll. Das werden wir dann später nochmal sehen. Natürlich ist er mit dem besseren Reifen unterwegs, mit dem weicheren Reifen. Genauso wie Charles Leclerc. Die wollen dann natürlich schnell nach vorne, so schnell wie es geht. Haben ja die Plätze Strafen bekommen. Und da sind wir am Ende Sektor 1 direkt sogar neben Bottas. Versuchen ihn da zu überholen, aber ja, hatten einen Quersteher beim Rausbeschleunigen. Und deswegen bleibt er vor uns. Was aber auch nicht allzu verkehrt ist, denn der hätte uns wahrscheinlich hier, genauso wie jetzt Pierre Gasly, in dem Fall ganz einfach überholt. Zumindest wäre das meine Vermutung gewesen und spätestens in den nächsten Runden wäre er sowieso vorbei gewesen. Und hier geht er halt eben an Pierre Gasly vorbei. Wir versuchen da mitzuhalten, vielleicht sogar mit reinzugehen, aber entscheiden uns hier dahinter zu bleiben und kein Risiko einzugehen. Kommen dabei natürlich zu weit raus an dieser Stelle mal. Und hier gucken wir uns den Start nochmal an, aus der Perspektive der Vorderen. Und Max Verstappen kommt da nicht so gut weg, aber an Sebastian Vettel, der ist eigentlich schneller, aber muss dann ein bisschen runter vom Gas und ist dann jetzt hier außen, verliert eigentlich schon ein bisschen die Position gegen Albon, ist jetzt hier daneben und geht hier wieder vorbei an Alex Albon, weil er hier einfach innen ist und ja, ihn so ein bisschen rausdrückt, sage ich mal. Aber trotzdem guter Start von Sebastian Vettel. Da hätte natürlich auch mehr draus passieren können. Im Hintergrund ist da noch ein McLaren, der da an einem Racing Point dran war. Und jetzt aus unserer Sicht, wie wir hier außen herum an Kimi Räikkönen und Charles Leclerc vorbeigehen. Und dann hier schon neben Valtteri Bottas und Lance Stroll sind. Aber hier den Kürzeren gegenüber Valtteri Bottas ziehen, der... Ja, wobei, doch ist das nicht vorbei, aber wir wissen halt eben schon, dass das gleich durch ist. Setzen uns hier daneben, bleiben aber immerhin vor einem Lance Stroll, Kimi Räikkönen, der den haben wir gekriegt. Und das ist doch erstmal wichtig. Und jetzt sind wir hier ein paar Runden später. Wir
ziehen eine Lücke da auf und fahren der Konkurrenz hinter uns weg, was schon mal ziemlich gut ist und sehr wichtig ist. Und das sehen wir auch hier. Wir sind dran ab hier, Gassi. Aber das wird uns jetzt ein bisschen im ersten Stint verfolgen. Wir bleiben einfach dahinter. Mittlerweile ist Charles Leclerc in die Box gegangen für seine Zwei-Stop-Strategie. Und wir bleiben an den beiden Alpha Tauris dran. Aber vorbeikommen ist schwierig. Das klappt, wenn dann nur in Sektor 1 oder 2, in Sektor 3. Da ist lange gerade, da haben wir eigentlich nicht wirklich viel zu melden. Das werden wir auch gleich sehen auf jeden Fall. Haben vielleicht jetzt hier mal die Chance, ihn reinzustechen, aber bleiben dahinter. Gehen auch richtig runter vom Gas, sodass Kimi ein bisschen rankommen kann. Und an dieser Stelle gucken wir uns das Ganze nochmal aus der Heckperspektive von Pierre Gasly an, vom Franzosen im AlphaTauri, der einfach auf der Geraden ein bisschen schneller ist als wir. Wir kommen aus den Kurven besser raus, haben scheinbar mehr Flügel, was das Setup angeht. Und das ist leider der Nachteil, wenn wir hier dann auf die Gerade kommen. Müssen hier runter vom Gas ganz kurz, weil wir sonst hinten Gasly drauf gefahren wären. Jetzt haben wir mal einen guten Exit eigentlich aus dieser Kurve. Aber ja, und da sieht man das schon. Was uns vielleicht ein bisschen gestört hat, ist, dass Gasly dann auch DRS von seinem Teamkollegen hatte. Sonst wären wir da vielleicht drauf vorbeigekommen, aber so ging das halt eben nicht am Ende dieser Geraden. Deswegen bleiben wir weiterhin hinter Pierre Gasly. Gucken uns natürlich auch nochmal ein paar Wiederholungen an. Das ist schon eine schöne Perspektive an der Stelle. Und sind wieder dran an dem Franzosen. In dem Fall ein paar Runden später. Und wir haben da gleich eine Überlegung, die ich gleich mal einwerfen werde. Wir gucken mal ganz kurz in, aber merken sofort, das geht wieder nicht. Deswegen bleiben wir dahinter. Kommen hier wieder weit raus in der letzten Kurve. Kriegen da auch eine Warnung dafür. Aber jetzt an dieser Stelle entscheiden wir uns, den Undercut zu versuchen gegenüber den beiden und kommen am Ende dieser Runde rein. Wechseln auf den harten Reifen und fahren dann bis zum Ende durch. Und das ist der Plan. Wir fahren rein, machen am besten nicht den Lewis Hamilton von 2007 und fahren in das nicht mehr vorhandene Kiesbett und setzen die WM in den Sand. Aber naja, jetzt wäre eigentlich das Boxenstopp-Fenster offen gewesen. Hier der Boxenstopp unserer Crew, 2,3 Sekunden, war eigentlich ein guter Stopp, finde ich. Und kommen damit auf dem 20. Platz raus, was jetzt, ja, nichts bedeuten hat eigentlich. Kriegen dann erstmal die Info, dass Nicolas Latifi da ein paar Probleme hat mit seinem Wagen und sind dann im zweiten Sektor bei den, ja, Links-Rechts-Kurven dann an ihm dran und gehen dann auch ganz leicht an ihm vorbei. Ganz einfaches Manöver. Wäre, glaube ich, nicht so einfach gewesen, wenn der Wagen von Latifi auch normal laufen würde. Trotzdem muss man sagen, es ist ein schönes Überholmanöver, war fair und sauber. Und so sieht das Ganze dann von außen aus. Nehmen ein bisschen Gras mit, aber sind dann vorbei am Kanadier. Und eine Runde, also gleiche Runde, dann geht Pierre Gasly in die Box. Geht dann in der normalen Runde rein, wo normalerweise wir auch reingekommen wären, wenn wir nicht den Undercut machen würden. Und hier sehen wir den Boxenstopp von ihm. Und er muss warten, weil ein Alfa Romeo und ein Racing Point ihn dann ein bisschen blockieren. Natürlich unsafe release hier nicht möglich. Beziehungsweise die wollen ja auch kein Risiko eingehen, eine Strafe einzubekommen. Und man hat es vielleicht oben links am Bildschirmrand gesehen, wir sind da vorbeigefahren. Und sehen hier nochmal Pierre Gasly im Hintergrund ganz leicht. Aber wir haben ordentlich Zeit gewonnen. Ganze 5,7 Sekunden und dann, interessant, Lewis Hamilton ist aus diesem Grand Prix ausgeschieden. Und das ist gut für uns, denn die Chance auf Punkte, die ist da. Aber das virtuelle Safety Car macht uns erstmal den Strich durch die Rechnung. Trotzdem sehen wir hier, was Hamilton passiert ist. Das gleiche wie Ricciardo in, ja, in Bahrain. Hat da scheinbar ein Getriebeproblem gehabt. Und dann sind wir dran an Esteban Ocon. Leclerc zum zweiten Mal in der Box und Kwiat auch drin in Runde 16. Bisschen später als eigentlich geplant gewesen wäre. Trotzdem kommen wir vor ihm raus und das ist essentiell wichtig für uns. Jetzt sind wir mal ganz kurz im Heck von Esteban Ocon dabei. Und man merkt schon, selbst mit DRS kommen wir nicht an einem vor uns dran. Wir haben einfach Probleme auf der Geraden und das liegt auch am Setup vielleicht, aber auch am Motor. Und an dieser Stelle fährt Esteban Ocon rein und macht Platz für uns und gibt uns freie Fahrt. Nebenbei auch Vettel und Lando Norris beispielsweise drin.
für ihre Zwei-Stopp-Strategie. Und damit wären wir dann mal zwischenzeitlich nach 17 Runden auf Platz 16. Kwiat kommt auch noch vorbei, was auch ganz wichtig ist. Genauso wie Pierre Gasly und auch Danny Ricciardo, der da vorbei ist. Mittlerweile ein paar Runden später Danny Ricciardo an Pierre Gasly vorbei. Die beiden Alpha Tauris, die helfen uns hier gerade in dem Moment, weil sie einfach langsamer sind und zwar deutlich. Und dann halt eben die beispielsweise wie Vettel oder Lando Norris da, die auf einer 2-Stunde unterwegs sind, dann einfach auch aufhalten. Und das ist halt wie gesagt gut für uns, aber trotzdem brauchen die nicht lange, um dann auch wirklich an Kwiat vorbeizukommen, wie zum Beispiel jetzt hier in dem Fall Daniel Ricciardo, der ist schon vorbei in der Runde Nummer 20. Eine Runde später dann Vettel am Russen dran. Ricciardo schon ordentlich davon weggefahren, hat sich da schon ein bisschen Platz eingeraucht und wie gesagt, Vettel ist vorbei und es dauert wie gesagt nicht lange und dann sind die beiden auch schon an uns dran. 2,3 Sekunden noch im Fall von Danny Ricciardo, der kommt immer näher und näher in Riesenschritten. Natürlich haben wir da unsere etwas älteren, härteren Reifen und ist schwierig. Deswegen sehen wir auch jetzt schon beide schon ungefähr unter einer Sekunde dran an uns. Und es wird nicht lange dauern, bis wir da vielleicht kassiert werden. Dann Richtung lange Gerade, dritter Sektor. Charles Leclerc hinter uns ausgeschieden. Und auch das ist gut, weil der wäre auch an uns dran gekommen. Wir werden uns gleich natürlich auch angucken, was mit ihm passiert ist. Aber zuerst mal jetzt Danny Ricciardo mit DRS. Setzt sich da neben uns, wir verteidigen nicht, das hat nämlich überhaupt keinen Sinn. Und hat dann stehenden Reifen, aber trotzdem ist er an uns vorbei und da können wir halt eben nicht wirklich viel machen. Denn wir würden nur unser Rennen kaputt machen, wenn wir da jetzt versuchen würden zu verteidigen. Und beispielsweise würde dann ein Lando Norris rankommen und das wollten wir dann irgendwo auch vermeiden. Wir wollen die Punkte mitnehmen, egal wie. Kommen jetzt hier ein bisschen zu weit raus. Ja, ein bisschen später gebremst, als man normalerweise sollte. Dann ist Vettel auch schon neben uns. Versucht es auch, aber muss hier dann erstmal nachgeben. Aber wir haben einen Quersteher. Vielleicht kommt Vettel dann ja jetzt in Sektor 1, beziehungsweise am Ende Sektor 1 dann irgendwie vorbei. Mit Windschatten, wahrscheinlich auch ERS, aber bleibt dann nochmal dahinter. Und jetzt gucken wir uns an, was mit Charles Leclerc passiert ist. Ende Sektor 2, der Motor geht in Luft auf und deswegen scheidet der Monegasse heute aus beim großen Preis von China. Und dann sehen wir hier an der Stelle nochmal das Überholmanöver von Danny Ricciardo an und genau in der gleichen Runde wieder Ausfall von Charles Leclerc. Ende der langen Gerade, da kann man einfach auch nicht wirklich viel machen im Fall von uns, aber ist auch nicht so schlimm, denn die Punkte sind definitiv durch die Strategie auch drin. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, was hier mit Vettel gewesen ist in Sektor 1, wo er sich neben uns setzt. Aber am Ende dann doch erstmal den Kürzeren ziehen muss. Den Quersteher von uns sieht man nicht wirklich, aber trotzdem war er da. Vor allem an der gleichen Stelle im gesamten Rennen hatte ich Probleme. Und ja, aber trotzdem ist der erste und der zweite Sektor eigentlich eher so etwas für uns. Und jetzt ist es soweit. Vettel ist dran und Vettel will vorbei in Runde 25. Wir haben kein ERS mehr, aber auch kein DRS von Danny Ricciardo. Der ist zu weit weg und Vettel geht, auch wenn wir da versuchen, ein bisschen zu verteidigen, dann ganz leicht an uns vorbei und ist jetzt Siebter. Und dann sehen wir uns das Ganze hier natürlich nochmal an. Keine Chance gegen den Ferrari. Irgendwas, ja, zu verteidigen, das macht einfach nicht wirklich viel Sinn. Der ist halt einfach um einiges schneller. Und das durch die neueren Reifen. Durch allein der Ferrari, der ist deutlich schneller als wir. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von China. Valtteri Bottas holt sich die schnellste Rennrunde. Und wir müssen aufpassen, dass Lando Norris nicht drankommt. Aber das reicht auf jeden Fall. 1,6 Sekunden, 1,4. Am Ende ist es Platz 8. Und wieder mal Punkte für uns. Fahrer des Tages ist Valtteri Bottas und das kann man absolut verstehen von der 11 auf die 2 für den Finn. It's victory in Shanghai then, and what a victory it is after an incredible Grand Prix. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today?
Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. There's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Und dann haben wir hier das Rennergebnis. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von China. 4,7 Sekunden vor Valtteri Bottas. Albon auf der 3. Carlos Sainz, starkes Rennen von ihm auf der 4. Sergio Perez auf der 5. Ricciardo auf der 6. Vettel auf der 7. Hat sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Am Ende knapp vor uns. Wir auf der 8 holen nochmal 4 Punkte für uns. Lando auf der 9. Dani Kvyat auf der 10. Das ist die Top 10. Jack Aitken landet am Ende auf Platz 17. Genau da, wo er auch gestartet ist, steckt George Russell und Lance Stroll, der dreimal in die Box fahren musste. Warum auch immer. Und dann gucken wir uns hier mal die Fahrerwertung an. Bottas vor Vettel, vor Leclerc und dann Hamilton und Albon. Wie auf der 8. Rutscht ein bisschen runter, aber ist auch nicht so wichtig, die Fahrerwertung. Für uns ist die Konstrukteurswertung wertvoller, denn wir sind da auf Platz 7. Ein Punkt hinter Racing Point und ganz vorne natürlich Mercedes und Ferrari. Ja, und das war der große Preis von China. Hier haben wir das Interview mit Claire. Wir sind mal wieder durchs Feld geflügt und wir kriegen die Frage, was unsere Strategie war und wir antworten darauf mit unser Aero-Paket ist fantastisch. Unser Team müsste mit unserer Performance hoch zufrieden sein und wir antworten darauf mit wir sind wirklich froh, dass wir diese Erwartungen erfüllen können. Und dann sind wir auch durch mit China. Wir sehen hier nochmal die Rivalität mit Giovinazzi, der hinter uns ins Ziel kam. Wir haben da bis auf das Podium alles erreicht. Es steht mittlerweile 12:5. Das dürfte eine sehr, sehr einseitige Angelegenheit werden. Und dann gucken wir uns hier nochmal an, was bei der Anerkennung passiert. Da sind wir auch mit unserem Team auf Level 6 gekommen. Wir haben uns auf Level 5 gesteigert. Und dann gucken wir uns noch natürlich auch mal an, was mit dem Cash passiert ist. Denn wir haben die 75 Runden locker geschafft und wir waren in den Top 10. Deswegen kriegen wir nochmal extra Geld. Gab kein Damage, kein Schaden. Das heißt, vollen Bonus, sage ich mal. Und wir sind bei 4,17 Millionen Euro, was unser Kontostand angeht. Und dann sind wir auch dabei, die Aktivitäten auszuwählen. Dann gehen wir einfach mal mit dem Team ein bisschen was machen. Denn dort kriegen wir dann wirklich bei jeder Facility dann nochmal Moralbonus. Wir geben dann auch mal unserem Zweitfahrer was. Und ansonsten haben wir noch ein paar Ressourcenpunkte und geben die in die Haltbarkeit aus, glaube ich. Und so ist es auch. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Das sind die Upgrades, die dann in den nächsten Strecken oder nächsten Wochen kommen werden. Nächste Folgen, wie auch immer. Und als nächstes kommt dann Sandford, eine Strecke, die ich sehr, sehr mag, habe ich am Anfang auch schon gesagt. Wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ist ja die Heimstrecke sozusagen von Max Verstappen. Und da ist auch mal gerne Regen da. Also es ist die hohe Wahrscheinlichkeit da, dass es regnet. Aber naja, war jetzt nicht das interessanteste Rennen, würde ich behaupten. Trotzdem hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Macht's gut, haut rein und ciao.